Hallo, liebe Deutschlerner. Gestern haben wir schon darüber gesprochen, aktiv zu werden. Und heute möchte ich dich dazu ermuntern, proaktiv zu werden. Was meine ich mit proaktiv? Nun, manche Leute warten auf die günstige Gelegenheit, etwas zu tun. Und ich möchte dich dazu inspirieren, nicht zu warten. Ja, warte nicht auf die beste Gelegenheit, ja, auf die beste Möglichkeit, irgendetwas zu tun, ja. Warte nicht auf die beste Gelegenheit, deine Ziele zu verfolgen, ja, sondern schaffe deine eigenen Möglichkeiten, ja. Egal wie deine Situation gerade ist, tu das Beste, was du jetzt gerade tun kannst, ja. Warte nicht auf die beste Gelegenheit, sondern werde proaktiv. Ja, mache dir deine eigenen Möglichkeiten. Ja, schaffe dir Möglichkeiten, wie du das erreichen kannst, was du erreichen möchtest. Okay? Ich nehme an, da du dieses Video schaust, möchtest du Deutsch lernen. Ja? Warte nicht darauf, dass dir die Leute sagen, du musst jetzt das und das lernen und musst das und das lernen und schau dir doch mal dieses Video an oder dieses, jenes Video, ja, oder lies mal diesen Text oder lies jenen Text. Du weißt, dass du Deutsch lernen kannst, wenn du genug Deutsch hörst, Deutsch siehst, ja, Deutsch liest, ja, du weißt das, ja. Und du hast bestimmt schon mal gehört, dass ich, oder kannst du bestimmt denken, dass ich einen Newsletter habe, ja, der ist verfügbar auf authenticgermanlearning.com/free, ja, und du kannst dir bestimmt auch denken, dass ich Deutschlernprodukte habe, natürlich, ja, Authentic German Learning sind nicht nur diese Videos, sondern natürlich habe ich auch Deutschlernmaterialien für dich, professionell erstellte Deutschlernmaterialien für dich. Und die sind natürlich erhältlich auf authenticgermanlearning.com/shop. Ja, das kannst du dir alles denken. Und es gibt noch so viele andere Materialien, die du auch konsumieren kannst, wo ich natürlich hoffe, du gibst ein bisschen zurück und investierst in meine Produkte. Aber der Punkt ist, ja, dass du proaktiv sein musst, wenn du wirklich deine Ziele erreichen möchtest. Ja, warte nicht darauf, dass dir irgendetwas in den Schoß fällt, sondern sei proaktiv, suche die Materialien und die Strategien und die Ideen und so weiter, die du brauchst, um dein Ziel zu erreichen, proaktiv, ja, auf eine proaktive Art und Weise, ja, indem du selber aktiv wirst, ja, und das suchst, was du brauchst. Ja. Das ist beim Deutschlernen so, aber auch bei allen möglichen anderen Dingen. Okay? Du möchtest vielleicht deine finanzielle Situation verbessern oder du möchtest mehr Freunde gewinnen oder du möchtest einen romantischen Partner finden. Ja. Für all diese Dinge kannst du entweder warten darauf, dass es dir irgendwann in den Schoß fällt, dass es einfach so irgendwie magisch passiert, oder du kannst proaktiv werden, einen Plan erstellen, eine Strategie umsetzen, ja? Und dann erhöhst du die Chancen, dass das auch passiert. Ja? Das ist mein Tipp für heute. Ja? Sei proaktiv, warte nicht darauf, dass die Dinge einfach so passieren, sondern werde aktiv. Ja? Du bist der Kapitän im Schiff deines Lebens. Ja? Du sitzt am Steuer. Ja? Und jetzt ist es an dir, dieses Steuerrad zu drehen, wo auch immer du hingehen möchtest. Okay? Und es ist an dir, proaktiv zu sein und deine Ziele umzusetzen. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ich bin mir sicher, dass du es schaffen wirst, egal ob es ums Deutschlernen geht oder um die anderen Ziele, die du in deinem Leben hast. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Gute. Wir sehen uns morgen. Tschüss.